Gestern noch mit kurzen Hosen am Grill, heute die Winterjacke rausgekramt. Was für ein Temperatursturz im Allgäu. Wie das mit dem Maiwetter weitergeht, erfahren Sie natürlich heute bei mir in der Sendung und wir haben auch noch weitere spannende Themen. Herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten und darum geht es heute. 20 Jahre Baustelle, Arbeiten am Riedbergpass nähern sich dem Ende. Highlight für Allgäuer Gläubige, Rom-Wallfahrt zu Papst Franziskus und mit Vollgas und Motorengeheul. Die MX Masters machen Halt in Möggers. 2 Jahrzehnte ist es jetzt her und die Rede ist dabei nicht vom letzten deutschen Fußball-Europameisterschaftstitel. Nein, es geht vielmehr um die Dauerriesenbaustellen am Allgäuer Riedbergpass. 1996 haben dort die Bauarbeiten begonnen und nun neigen sie sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Dieses Jahr soll die neue Renkertobelbrücke fertiggestellt werden. Wie es um das Großprojekt steht und wie es mit dem Bau der Brücke vorangeht, hat mein Kollege Matthew Genet-Schön heute herausgefunden. Und nur zum Vergleich, als die Bauarbeiten am Riedbergpass begonnen haben, war eben dieser Kollege noch nicht mal ein Jahr alt. Eigentlich sollte hier heute Morgen bereits viel Betrieb herrschen. Doch bei Schneefall ist an Arbeiten auf der neuen Renkertobelbrücke nicht zu denken. Auf der nassen, 35 Meter hohen Brücke wäre es für die Arbeiter viel zu gefährlich. Bereits seit 20 Jahren dauern die Baumaßnahmen am Riedbergpass zwischen Obermeiselstein und Balderschwang an. Der Brückenneubau ist dabei unumgänglich. Ja, die alte Renkertobelbrücke, die war vom Gefährdungspotenzial nicht mehr zeitgemäß. Das heißt also, sie konnte nur noch mit 20 Tonnen belastet werden und eine normale Brücke mit Schwerlastverkehr bei rund 42 Tonnen. Somit muss man die ersetzen und haben dann zugleich auch noch einen Gehweg. Rund 3,3 Millionen Euro soll die Brücke kosten. Klingt viel, ist aber nur ein Bruchteil der bisher, also seit 1996, angefallenen Kosten. Die betragen nämlich knapp 36 Millionen Euro. 26 davon bezahlt der Freistaat Bayern, der Rest wird vom Landkreis Oberallgäu getragen. Exorbitante zeitliche Verzögerungen oder Kostenanstiege liegen laut Alois Ried jedoch nicht vor. Also finanziell und der zeitliche Plan sind wir absolut im Rahmen. Wir werden vorausgesehen die 3,3 Millionen Euro einhalten. Und wie gesagt, im September, denke ich mir, sind wir fertig. Vielleicht wird es auch 14 Tage, 3 Wochen später. Das kann man jetzt nicht genau sagen. Man sieht es ja am heutigen Tag. Gestern war noch strahlender Sonnenschein und jetzt stehen wir hier oben bei dichtem Schneefall und mussten jetzt heute in der Früh, was die Abdichtungsarbeiten der Tobelbrücke betrifft, einstellen. Das Wetter spielte den Bauarbeiten an Deutschlands höchster Passstraße nicht in die Karten. Doch die Prognosen für die kommenden Tage sind bereits deutlich besser. An Spitzentagen fahren laut Verkehrszählungen bis zu 5000 Fahrzeuge über den Pass. Deshalb ist es mit einem einfachen Brückenneubau an dieser Stelle auch nicht getan. Also die Brücke wird jetzt dann abgedichtet und dann später dann versiegelt, sodass sie dann im September für den Verkehr zugänglich ist. Und dann machen wir jetzt die komplette Angleichung, was Richtung Balderschwang betrifft, sodass wir diesen Passabschnitt dann von der Brücke nach Balderschwang dieses Jahr komplett ausgebaut haben. Damit wäre hinter Bauabschnitt 8 des Großprojekts auch ein Haken gesetzt. Als nächstes geht es dann mit den Konsolidierungsarbeiten an der Schönberger Ach weiter. Bis der Riedbergpass jedoch komplett frei von Baugerätschaften und Schildern ist, vergehen vermutlich noch 4 weitere Jahre. Wir gehen davon aus, dass wir 2020 den gesamten Riedbergpass ausgebaut haben, von Obermeiselstein nach Balderschwang, und werden dann circa rund bei 45 Millionen Euro liegen. Dann kann der Verkehr am Riedbergpass nach 24 Jahren Bauzeit endlich beidseitig fließen. Ganz ohne Ampeln. Das sind in jedem Fall gute Nachrichten. Weniger gut ist das, was sich in der vergangenen Nacht in Lindau zugetragen hat. Dort randalierte gegen 2 Uhr ein etwa 40-jähriger Mann vor einem Haus. Der Grund, er wollte ins Haus hinein, sein Schlüssel passte jedoch nicht. Und über diese Tatsache, dass er nicht mehr in sein Zuhause kam, regte sich der Mann so sehr auf, dass er Blumenkästen zerschlug vor Wut. Die herbeigerufene Polizei konnte allerdings prompt helfen. Sie erklärte dem Mann nämlich, dass es nicht der falsche Schlüssel, sondern das falsche Haus war, in das er versucht hatte, hereinzukommen.
Dass der Mann sich in der Tür irrte wiederum, lag dann sicherlich am Alkoholpegel von über 2 Promille. Jetzt muss er mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Mehr Nachrichten aus dem Allgäu haben wir gleich für Sie. Dann geht's nämlich weiter mit Allgäu TV Kompakt. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Skyline Park! Jede Menge Freizeitspaß mit über 60 Attraktionen für Jung und Alt. Das perfekte Ausflugsziel in den Pfingstferien. Und das zu familienfreundlichen Preisen. All das gibt's im Skyline Park, der Krone Freizeitpark in Bayern. Wie cool ist das denn? Zweirad-Lämmle in Bad Grönenbach bietet nicht nur eine große Auswahl an Renn- und Trekkingrädern. Hier gibt es auch alles, was man sich an Zubehör rund um das Rad vorstellen kann. In den letzten Jahren ist verstärkt das Thema E-Bike hinzugekommen. Speziell hier hat sich Zweirad Lämmle als einer der größten Fachhändler in Süddeutschland etablieren können. Grund dafür ist neben der großen Auswahl an E-Bikes vor allem die hohe Beratungsqualität. Beides kommt bei den Kunden gut an. Ja, weil hier die Beratung einfach sehr, sehr gut ist und man fühlt sich da wohl, gut aufgehoben. Ja, die Beratung einfach die Größe des Geschäftes. Die Kompetenz der Verkäufer einfach speziell. Einfach super ist. Perfekt. Uns gibt es seit über 30 Jahren. Wir wollen Qualität abliefern. Das können wir auch. Und dafür ist halt wichtig, dass wir auf den Kunden eingehen und natürlich auch seinen Körper vermessen, weil jeder Mensch hat eine andere Körpersymmetrie. Und die können wir Gott sei Dank berücksichtigen, weil es heute bei jedem Fahrrad bis zu 6 verschiedene Rahmengeometrien gibt, beziehungsweise Größen. Also bei uns kauft keiner das zu kleine oder zu große Rad. Macht ja auch keinen Sinn, wenn er so viel Geld ausgibt. Speziell jetzt auch für ein E-Bike. Er muss damit zufrieden sein. Voraussetzung dafür ist eine entsprechend große Auswahl. Bei Zweirad Lämmle sind knapp 100 E-Bikes ständig vorrätig. Ausgerüstet sind sie mit den besten und innovativsten Antrieben und Akkus am Markt. Das sollte man in einer bergigen Region wie dem Allgäu keinesfalls unterschätzen. Vom 11. Juni bis 21. August stürmt Robin Hood mit seiner Bande Geächteter die Allgäuer Freilichtbühne. Erleben Sie ein mitreißendes Spektakel auf der spektakulären Naturbühne. Wie geschaffen für die Kulisse rund um Sherwood Forest. Infos und Karten unter 08373 92200 oder E-Mail kb@altusried.de. Und das sind die Meldungen vom 23. Mai. In Buching im Landkreis Ostallgäu ist ein Fußgänger bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Ein 84-Jähriger aus Köln war am Wochenende unvermittelt mit seinem Auto auf den Gehweg gefahren. Er erfasste dabei einen Spaziergänger aus Unterfranken. Der 43-Jährige wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen an Kopf und Rücken. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Murnau geflogen. Der Unfallverursacher musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt außerdem, ob eventuell gesundheitliche oder altersbedingte Probleme zu dem Unfall führten. Ebenfalls lebensgefährlich verletzt wurde ein Motorradfahrer im Unterallgäu. Der 47-Jährige war in der Nähe von Breitenbrunn unterwegs, als ein Fahranfänger nach links in eine Seitenstraße abbiegen wollte. Der 18-Jährige übersah offenbar den Motorradfahrer und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 47-Jährige erlitt schwerste Verletzungen an Kopf und Rücken. Er wurde zur weiteren Versorgung ins Klinikum Memmingen gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen eingeschaltet, um den Unfallhergang zu klären. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Der Allgäuer Pegida-Ableger Algida wird offiziell vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Es gebe klare Hinweise darauf, dass die Gruppe Kontakte zur rechtsextremen Szene hege, so ein Sprecher. Man habe die Aktivitäten von Algida schon länger beobachtet. Im Fokus habe dabei vor allem der Internetauftritt der Gruppe gestanden. Wie die Überwachung genau aussieht, will der Verfassungsschutz nicht veröffentlichen.
Der Kempner Pegida-Ableger war im Februar bei einer Demonstration in Obergünzburg das erste Mal öffentlich in Erscheinung getreten. Eine für Kempten geplante Aktion im Juni wurde jetzt wieder abgesagt, da sich der Termin mit dem Stadtfest überschneiden würde. Der Kempner Polizei ist es gelungen, eine Einbrecherbande festzunehmen. Auf das Konto der 6 polizeibekannten Männer gehen rund 25 Einbrüche. Sie brachen in den vergangenen Wochen offenbar in Schulen, Firmen, Gaststätten und Wohnungen im Raum Kempten ein. Den entscheidenden Hinweis lieferte ein Augenzeuge in der Nacht von Donnerstag. Er meldete einen Einbruch in einer Gaststätte in der Kottener Straße. Die Polizei konnte einen Teil der Bande noch vor Ort festnehmen. Die anderen Täter konnten im Lauf des Tages ausfindig gemacht werden. 2 Männer stellten sich selbst. Insgesamt richteten die Einbrecher im Alter zwischen 17 und 21 Jahren einen Schaden von mehreren 10.000 Euro an. Die Polizei überprüft nun, ob der Bande noch mehr Taten zugeordnet werden können. Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica hat einen Hilfseinsatz auf Sri Lanka gestartet. Nach schwersten Regenfällen ist es dort zu Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen. Nach inoffiziellen Angaben sind bereits mehrere hundert Menschen an den Folgen der Naturkatastrophe gestorben. Aktuell ist die Tochterorganisation Humedica International Lanka vor Ort. Sollte sich die Situation aber weiter zuspitzen, werde auch ein deutsches Team nach Sri Lanka reisen, heißt es aus Kaufbeuren. Am Hochgrat bei Oberstaufen ist am Samstagnachmittag eine junge Gleitschirmfliegerin abgestürzt. Die 25-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie hatte aber Glück im Unglück. Weil ihr Schirm an einer Felswand hängen blieb, stürzte sie nicht noch tiefer ab. Kletterer der Bergwacht sicherten die Frau mit Seilen, bis der Rettungshubschrauber eintraf. Einen Schutzengel hatte offenbar auch ein anderer Gleitschirmflieger. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der Notschirm eines Sulzbergers, als er in der Nähe von Bad Hindelang unterwegs war. Der 24-Jährige konnte deshalb die Höhe nicht mehr halten und stürzte 400 Meter nach unten. Er blieb in einem Baum hängen. Der Mann konnte sich selbst aus seinem Schirm befreien und den Notruf wählen. Er blieb unverletzt und wurde von der Bergwacht ins Tal gebracht. Veranstalter und Aussteller ziehen eine positive Bilanz der Memminger Verbrauchermesse Miteinander in der Region, kurz MIR. Von Freitag bis Sonntag hatten rund 100 Aussteller ihre Dienstleistungen und Waren im Stadtpark Neue Welt präsentiert. Die Besucherzahl sei im Vergleich zum Vorjahr zwar etwas geringer ausgefallen, trotzdem seien alle Beteiligten mit dem Wochenende zufrieden, so der Veranstalter. Im Lobental bei Halblech im Ostallgäu ist gestern Nachmittag eine Mure abgegangen. Laut Polizei fielen dabei mehrere massive Felsbrocken auf eine kleine Privatstraße zu den Stauseen. Verletzt wurde niemand. Die Straße ist allerdings bis auf Weiteres nicht passierbar. Die zuständige Waldkörperschaft muss sich zunächst um die Beseitigung der Felsen und die Absicherung des Hangs kümmern. Die Straße zur Känzenhütte ist von der Sperrung nicht betroffen. Im Streit um ein geplantes Windrad bei Königsried sind jetzt die Bürger gefragt. Gegner der Anlage haben knapp 300 Unterschriften gesammelt und so einen Bürgerentscheid erzwungen. Wann die Abstimmung genau stattfindet, entscheidet der Gemeinderat am 1. Juni. Laut Gesetz muss die Wahl innerhalb von 3 Monaten abgehalten werden. Es ist bereits die 2. Abstimmung zu einem Windrad in der Gemeinde. Bereits 2011 wurden die Biedinger Bürger zu einer Anlage befragt. Das jetzt zur Debatte stehende Windrad wäre das 3. auf dem Boden der Gemeinde. Der Internationale Museumstag hat am Wochenende, wie hier im Archäologischen Park in Kempten, viele Besucher angelockt. Im APC konnten Interessierte beispielsweise das Lagerleben der alten Römer hautnah erfahren. Auch viele andere Museen in der Region haben sich für den Aktionstag ein besonderes Programm einfallen lassen. Der Museumstag fand in diesem Jahr bereits zum 39. Mal statt. Ziel ist es, auf die Themenvielfalt der deutschen Museen aufmerksam zu machen. Trauer in Mindelheim. Wie heute bekannt wurde, ist der Werkmaschinenhersteller und Flugzeugbauer Burkhard Grob am Freitag verstorben. Der 90-Jährige galt als einer der wichtigsten Unternehmer in Bayern. In einer ersten Stellungnahme lobte der Unterallgäuer Landrat vor allem das soziale und kulturelle Engagement Grobs. Dieses werde ihn unvergessen machen, so Beirater. Der Unternehmer baute unter anderem Kindergärten in der Region, unterstützte die Kreiskliniken und ermöglichte durch eine hohe Geldspende den Bau der Mindelheimer Technikerschule.
Im Bayern-Derby haben die Allgäu Comets am Wochenende auch das Rückspiel gegen die Cowboys aus München klar gewonnen. Trotz Temperaturen um die 28 Grad konnten die Allgäuer Footballer ihren früheren Angstgegner mühelos schlagen. Vor über 2000 Zuschauern gewannen sie klar mit 42-10. Schon im Hinspiel zum Saisonauftakt schlugen die Comets die Munich Cowboys mit 62-29. Mit 3 Siegen in 3 Spielen belegen die Allgäu Comets momentan Rang 2 in der GFL Süd. Der FC Memmingen hat die Saison in der Regionalliga mit einer deutlichen 2-7 Niederlage beendet. Bereits zur Pause führten die Augsburger mit 3-1. In der zweiten Hälfte legten sie dann noch einmal einen drauf. Für Augsburg 2 geht es jetzt in die Relegation. Die Memminger starten in die Sommerpause. In der neuen Saison steht dann Alexander Metfessel als Co-Trainer an der Seitenlinie. Der ehemalige Bayernligaspieler tritt die Nachfolge von Thomas Reinhardt an. Erfolgreicher verlief das Wochenende für Maximilian Günther. Der 18-jährige Formel-3-Fahrer aus Rettenberg konnte sich in Österreich gleich zweimal einen Podestplatz sichern. In der Gesamtwertung der Youngster belegt Günther jetzt Platz 3. So viel zum Sport und jetzt sind wir gespannt aufs Wetter. In der Nacht zum Dienstag regnet es weiterhin im gesamten Allgäu. Die Schauer können örtlich teils kräftig ausfallen. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen 6 Grad am Alpenrand und 8 Grad im Unterallgäu. Morgen Vormittag ändert sich das Wetter kaum. Es bleibt kühl und nass bei 11 bis 14 Grad. Gegen Nachmittag lassen die Schauer langsam nach und es wird wieder etwas freundlicher. Im Ostallgäu reißt die Wolkendecke immer wieder auf und die Sonne kommt durch. Auf den Allgäuer Gipfeln wird es morgen wechselhaft bei einem Mix aus Sonne, dichten Wolken und Regenschauern. Auf dem Nebelhorn, dem Hochgrat und dem Gründen fallen die Schauer teils kräftig aus. Bei Temperaturen zwischen 5 und 12 Grad weht ein leichter Wind. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Quellwolken ab. Gegen Nachmittag nimmt die Bewölkung zu, es bleibt aber trocken. Auch am Donnerstag ziehen dichte Wolken über das Allgäu. An den Alpen sind nachmittags vereinzelt auch Gewitter möglich. Es wird aber langsam wieder wärmer. Am Freitag wird es dann freundlicher bei angenehmen 24 Grad Höchsttemperatur. Für rund 600 Gläubige aus dem Bistum Augsburg war die vergangene Woche ein echtes Highlight. 5 Tage Romwallfahrt standen an und natürlich konnten sie auch Papst Franziskus erleben. Außerdem stand eine Stadterkundung Roms auf dem Programm und dabei durften die Gläubigen intensiv in die Geschichte der ewigen Stadt eintauchen. Anlass für die Wallfahrt war im Übrigen das heilige Jahr der Barmherzigkeit. 70.000 Menschen auf dem Petersplatz in Rom. Und mittendrin die Pilger aus dem Bistum Augsburg. Mit ihren roten Halstüchern sind sie leicht zu erkennen. Mit der Generalaudienz stand zu Beginn der Reise gleich der Höhepunkt auf dem Programm. Einmal Papst Franziskus hautnah erleben. Das war für die meisten etwas ganz Besonderes. Und dann richtete sich der Heilige Vater noch völlig überraschend an die Pilger aus dem Bistum Augsburg. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache, besonders an die Teilnehmer der Jubiläumswallfahrt des Bistums Augsburg. Mir hat es auch ganz toll gefallen, die vielen Menschen, die vielen Sprachen. Ich habe schon gesagt, es müsste Pfingsten sein, dann wäre das heute einfacher. Aber es ist beeindruckend. Und die Ruhe vom Papst Franziskus, sehr schön. Sehr bewegend. Einfach großartig. Das ist ein Erlebnis, das man nur einmal im Leben macht. Ich bin begeistert von der Glaubensbegeisterung der Leute, die hier sind. Aber das Entscheidende, denke ich, ist auch das, dass ich selber vom Glauben wieder neu berührt bin. Die Gemeinschaft im Glauben, das war für die Pilger aus dem Bistum Augsburg in diesen Tagen spürbar. Denn wann hat man schon mal die Gelegenheit, gemeinsam durch die heiligen Pforten Roms zu schreiten?
und anschließend mit Bischof Konrad Staser einen Gottesdienst im Petersdom zu feiern. Das geht unter die Haut und das trifft mitten ins Herz. Und ich glaube, etwas Schöneres kann man nicht empfinden im Jahr der Barmherzigkeit, dass diese Einladung, die ja letztendlich die Einladung Jesu ist, die Barmherzigkeit des Vaters anzunehmen, wirklich die Menschen erreicht hat. Das ist eine sehr starke Erfahrung. Das erhebt einen sehr an dem Ort, wo Petrus begraben ist, dort im Zentrum der Christenheit Messe zu feiern. Ich bin sehr erfreut und angetan, dass es möglich war, als Diözesanwallfahrt hier Gottesdienst zu feiern, an dem Platz, wo tatsächlich sonst nur Kardinäle sind. Rom bedeutet aber nicht nur den Glauben lebendig werden lassen. Rom ist vor allem auch eine Stadt, in der es viel zu entdecken gibt. Rom ist ein großes Museum, das dank seiner beeindruckenden Bauten auf ganz lebendige Art und Weise von seiner jahrtausendalten Geschichte erzählt. Diesen Zauber werden die Pilger aus dem Bistum Augsburg sicherlich auch noch nach ihrer Rückkehr in die Heimat spüren. Und bei uns geht es jetzt auch um ein echtes Highlight. Wir suchen nämlich den Allgäu-TV-Golfer. Und der hat die einmalige Chance, mit hochkarätigen Spitzensportlern auf dem Green zu stehen und zu zeigen, was er drauf hat. Und zwar beim ASV Charity Golf Cup zugunsten der Allgäuer Skijugend. Am 4. Juni auf über 1000 Metern beim Golfclub Waldeck-Wickensbach. Schreiben Sie uns jetzt einfach eine E-Mail unter gewinn@allgäu-tv.de oder Sie rufen uns an unter der 0831 930 631 11. Und auch für alle Nicht-Golfer ist die Sache interessant. Sie haben nämlich zusätzlich die Chance auf einen Golf-Schnupperkurs. Also melden Sie sich bei uns und dann rauf aufs Green. Und bei uns bleibt es jetzt sportlich, allerdings wird's dabei gleich auch laut und dreckig. Ich trainiere schon fleißig für den ASV Charity Golf Cup am 4. Juni zugunsten der Allgäuer Skijugend. Und dafür suchen wir den Allgäu-TV-Golfer. Wir verlosen einen Starterplatz für das Turnier. Interesse? Dann rufen Sie an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Aber wenn Sie kein Golfer sind, kein Problem. Unter allen Nicht-Golfern verlosen wir einen Schnupperkurs. Viel Spaß! Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. Altersflecken, ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke. Mitten im Ortskern von Altusried steht das neue Zuhause von Biotextilien Allgäu. Auf 180 Quadratmetern kann man hier ohne schlechtes Gewissen ökologisch hergestellte Kleidung und Stoffe kaufen. Viele finden über ihre Kinder den Einstieg zu Biotextilien. Die kommen da mal ein bisschen zum Nachdenken und dass sie halt jetzt ihre kleinen Babys, jetzt sieht er auch schon gleich irgendwelche Billigteile geben, die wo schon richtig nach Chemie stinken, und die kommen dann mal rein und dann nehmen sie mal für sich ein Shirt mit oder so, und dann sehen sie, dass unsere Sachen zwar bio sind, aber nicht nach Öko ausschaut. Und darauf legt man hier großen Wert. Nur weil man sich für ökologische und fair gehandelte Textilien entscheidet, muss man noch lange nicht auf schicke Kleidung verzichten. Und auf noch etwas setzt man bei Biotextilien Allgäu. Transparenz. Zertifikate an den Produkten spielen da eine wichtige Rolle. Jeder Kunde kann kontrollieren, ist das wirklich so, wie es auch beschrieben wird. Also von Anbau bis zum Kunden kann man alles nachvollziehen. Sie sind ja nicht teurer. Sie sind ja, wenn ich das konventionell in die Richtung eben halt nehme, da muss ich vielleicht den Namen bezahlen. Bei den kontrolliert biologischen oder bei dieser nachhaltig hergestellten Bekleidung ist es eben halt nicht der Fall. Da zahle ich nämlich das Kleidungsstück, so wie es auch hergestellt wird. Da ist die Wertigkeit auch vollkommen gegeben. Neben dem Ladengeschäft nimmt der Online-Versand eine wichtige Rolle ein. Nachhaltig einkaufen kann man hier auch von zu Hause aus.
Motocross. Schnell, laut und dreckig. Doch hinter dieser Sportart steckt auch viel Konzentration, Kondition und Kraft. Am Wochenende kamen Fans des Motorsports im österreichischen Möggers zusammen. Denn dort fand ein Wettkampf der MX Masters Tour statt. Schon 2006 und 2010 stoppte die Tour in Möggers, doch so groß wie in diesem Jahr war der Wettkampf noch nie. Viele PS, laute Motorengeräusche und gefühlte 50 Grad heizen am Wochenende den Motocross-Fans in Möggers ein. Mit Vollgas durch den Dreck hieß es beim zweiten von insgesamt 7 Tourstops der MX Masters in Vorarlberg. Ja, an diesem Wochenende kann die Zuschauer sehr, sehr viel erleben. Also wir haben sportlich gesehen die europäische Elite hier, die berühmt-berüchtigte ADAC MX Masters. Es ist eigentlich die internationale deutsche Meisterschaft und es ist einfach die europäische Spitzenelite bei uns in Vorarlberg zu Gast und wir sind der einzige österreichische Tourstopp im deutschen Rennkalender. Und weil es eine internationale deutsche Meisterschaft ist, sind die Teilnehmer nicht nur aus Deutschland. Viele Fahrer kommen aus Europa, aber die Teilnahme ist auch über die Grenzen hinaus möglich. So treten auch Fahrer aus Russland oder Südafrika an. Insgesamt nahmen knapp 250 Piloten aus 25 verschiedenen Ländern teil. Es sind die zukünftigen Weltmeister hier zu bewundern. Es gibt die Klasse Junior Cup, das sind 12- bis 15-jährige Jungs mit 85 Kubikmaschinen, Zweitakt. Dann ist die Youngster Cup Klasse, das sind Jungs von 15 bis 21 Jahren in 125 Zweitakt und 250 Viertaktmaschinen. Und dann die Masters Klasse, die offene Klasse von 250 Zweitakt bis 450 Viertakt, sind hier natürlich die großen Kaliber am Start. Bevor es aber für jede einzelne Klasse mit den Läufen losgeht, gibt es ein Warm-up, damit die Fahrer die Strecke kennenlernen. Denn die ist bei jedem Stop der MX Masters anders und wurde in Möggers extra angelegt. Das Besondere ist natürlich auch, die Strecke an sich ist für die Fahrer besonders, weil sie in den Hang eingebettet ist. Es ist eine unglaublich technische Strecke. Es sind ganz wenige gerade Teilstücke in der Strecke. Es sind ganz, ganz viele Sprünge, Kurven, sehr, sehr technisch und sehr anspruchsvoll dadurch auch. Und das ist auf jeden Fall das Spezielle an Möggers, das ist klar. Die Stimmung ist ganz ausgezeichnet unter den Teilnehmern, muss ich sagen, habe ich gestern Abend wirklich vernommen, unter den Teams und unter meinen Helfern auch. Es sind jetzt unheimlich viele, es ist ja ein Ort hier, Möggers, mit 500 Einwohnern und das ist praktisch der ganze Ort ist auf den Beinen, von der Feuerwehr bis zum Musikverein, die Singgemeinschaft, der Skiclub, der Sportclub und so weiter. Für den Sieg des lokalen Favoriten Lukas Neurauter hat es zwar nicht ganz gereicht. Die gute Stimmung der knapp 13.000 Besucher trübte das jedoch nicht. So viel für heute von uns. Schauen wir noch auf morgen. Morgen ist der Milchpreis das große Thema bei uns. In Norddeutschland ist der Preis für den Liter Milch bereits unter 20 Cent gesunken. Ob das auch die Tendenz fürs Allgäu ist, lassen wir uns morgen von Experten erklären. Ich freue mich, wenn wir uns dazu wiedersehen und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.